Also hatte ich recht, genau der dahinter sich versteckt. Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nein, nicht! Nachdem wir mit dir fertig sind. Ich geh nicht mit zur Korruption. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Sagst du so einfach? Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Karl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Und da soll ich mich jetzt unbemerkt davon schleichen. Boah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Oh nein! Du sollst das hacken, nicht die scheiß Kamera. Oi da. Mach das nochmal spannend. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, pass auf. Oh, ich sehe schon, da hinten haben sie ihn. Was wollt ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Ich habe eine Waffe. Ob das so eine gute Idee ist? Soll ich das einfach reinstürmen und alle niederballern oder was? Können die wohl nicht ernst meinen. Aber mit Fokus könnte ich sogar schaffen. Stimmt, Fokus habe ich auch noch. Okay, einfach reinstürmen, Fokus. Yo! Ach du Scheiße, Alter. Und jetzt hat er nicht geschossen, aus irgendeinem Grunde, warum auch immer. Holy shit! Er sagt, es ist einfach reinstürmen und mal eben 8-7 Bullen töten. Ich glaube auch. Aber immerhin ist hier ein Checkpoint, das machen wir jetzt einfach nochmal besser. Eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Ich weiß jetzt, was ich hier machen muss, ne? Den Fokus Boost brauche ich auf jeden Fall. Reinstimmen und alles niederballern. Alter Verwalter, als wäre das so einfach. Los! Jetzt geht die Tür nicht auf. Ich kann die nicht aufmachen. Ach, ich muss das Ding echt wieder hacken? Oh Mann, ey. Das ist ein bisschen nervig an den Checkpoints. Kumpel, was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Ich weiß es noch nicht. Das ist das einzige etwas nervige. Wer sind Sie? Ich weiß es nicht. Normal. Ich aber du hast gut hingesehen, oder? Irgendwie kein gutes Gefühl. Los! Aus der Schusslinie! Schieß doch! Bleib dran, er ist verwundet! Ach, Scheiße, Alter. Ich freue mich schon auf dein dummes Gesicht! Geh mir nicht damit! Puh! Okay, alter Verwalter. Wo steckst du, du Arsch? Huh! What the fuck? Schalten Sie die korrupten Wächter aus. Was ist denn mit dem da verkehrt? Was ist denn mit dem verkehrt?
Was ist denn mit dem Verkehr? Oh, was machst du da, Aiden? Lebensmüde oder was? Wie viel hält denn der aus? Ist das so eine Art Boss oder was? Er ist tot. Ach, da kommen noch mehr. Ich hab Probleme. Okay. Wir haben es geschafft. Ah, komm, weißt du, ich habe so oft dir schon gefällt, ne? Aber die Gefängnismission, wo steht, dass die schwer ist, die habe ich doch jetzt mal echt souverän gelöst, oder nicht? Ja, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Fresse, Douglas. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran. Muss ich jetzt auch noch fliehen wieder? Vermutlich. Ja, verlassen Sie das Gefängnis. Erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Dankeschön. Ich wirst sehen. Okay. Da sind wir. Kommen da jetzt einfach die Bullen raus, oder? Vermutlich hier rein. Hier so ein paar Sachen nehmen. Audiolog. Meine Aufgabe lautet, wähle Bürgermeister Rush. Und Riegel. Kann es sein, dass der jetzt hier gleich reinlaufen? Fände ich nämlich nicht so geil. Es sei denn natürlich erst so doof. Ach du Scheiße, ich werde die doch niemals hier alle nacheinander ausschalten können, oder? Aha, Malcolm Theater, ja, okay. Ich habe das Gefühl, dass ich hier richtig groß... Hexlev! Mach weiter so. Ja, das mache ich. Das Augustiner Julian, das ist im Übrigen gerade nicht da. Ich kann ja nicht immer saufen. Was ist los? Wie komme ich denn jetzt hier am günstigsten raus, ey? Einfach hier rein und einen Polizeiwagen schnappen, oder was? Dauert doch in 100 Jahren nicht hin. Ich hab da eine Kamera, vielleicht kann ich hier irgendwas machen von hier aus. Ich kann auf jeden Fall mir schon mal einen Überblick verschaffen. Ich könnte hier einfach runterspringen. Steht dann da jemand? Dann steht da unten einer. Das probiere ich mal. Keine Chance, dass er... Einfach hier runter. In den nächstbesten Wagen steigen und abhauen.
Ja, das war doch gar nicht so schlecht, hä? So langsam kommt der Wolf doch rein hier in Watch Dogs. Langsam, aber sicher. Ach du Scheiße. Ich bin hier schon mal falsch. Wenn ich so weitermache, kommen die Bullen. Oh oh. Da unten geht's runter. Ja, ich glaube, das ist nicht gut. Ups, und verschwinden. So, Dampfrohr. Bam, hat schon mal geklappt. Sind das für ein paar? Ich dränge mich noch direkt mal darüber. Nicht so einfach. Einzige, was mir ein bisschen Angst noch macht, ist die Tatsache, dass hier eine Straßensperre ist und ich irgendwie dem Heli entkommen muss. Und wie ich dem Heli entkommen soll, das weiß ich mir noch nicht so genau. Ich brauche jetzt hier irgendeine lustige Sperre, Alter. Da kommt was. Jetzt habe ich mich eigentlich fast selbst neutralisiert. Aber dafür auch alle Bullen, oder? Nicht nur einer. Ich weiß aber nicht, wie ich dem Heli bis entwischen will. Halt die Fresse. Nein, schickt nicht mehr Leute. Jawohl, da ist ihm wirklich einer reingefahren. Perfekt. Durch die Ampel. Aber wie entkomme ich jetzt den fucking... Ganz ehrlich, wo bist du? An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Wir gehen mal nördlich von eurer Polizei. So. Der Verdächtige ist weg, aber wir gehen noch nicht auf. Oh scheiße, ist mein Wagen im Arsch. Hoffentlich reicht es noch zu entwischen. Oh, es sieht gut aus. Komm schon. Ja, es sieht gut aus. Ja, ich schaffe es. Nice. Der Plan hat echt funktioniert. Meine Identität ist sicher. Wow. Jetzt zu Linas Mördern. Ich will den Verantwortlichen. Ah ja, also nicht schlecht, oder? Zweiten Hacker. Jemand, der auch im Mello war. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. So, in Schale geworfen. Also, wer hätte gedacht, dass ich diese Gefängnismission so wie beim im Gefängnis und als auf der Flucht so gut eigentlich noch hinkriege? 15,2% haben wir schon. Ah, guck mal, hier sehe ich es erst. Oh, Akt 1 beendet damit. Okay. Ah, ich verstehe. Akt 2 hat 15 Missionen, Akt 3 6, Akt 4 8 und dann gibt es noch eine finale Mission. Also Akt 2 ist definitiv dann am längsten. Okay, cool. Wir haben eh noch... Familienmensch, yeah. Skillbaum, 2 Punkte. Ja, ich glaube, es macht schon Sinn. Obwohl, 15 Sekunden für den Heli reichen eigentlich. Mache ich lieber noch Nagelsperren, damit ich einfach für Flucht... Damit es mir bei der Flucht besser geht. Ich glaube, das macht Sinn. Geldautomaten ist mir eigentlich ziemlich Wumpe. Wobei der Zusatzakku halt auch ganz gut ist, aber Skillpunkte brauche ich dafür 5. Aber vielleicht ist das trotzdem nicht so schlecht. Ich denke, das kann man eigentlich dann so lassen, bevor ich mich um irgendwas anderes kümmere. Wie zum Beispiel, was weiß ich, Geländefahrer. Verbessert das Fahrverhalten abseits der Straßen. Nee, das ist jetzt nicht so wichtig erstmal. Ach so, ansonsten, Moment mal. Fortschritt, Moment, ich guck mal gleich. Nebenmission, da habe ich halt noch sau viel zu tun. Untersuchungen, Menschenhandel habe ich noch gefühlt noch nichts gemacht. Vermisste Person habe ich noch nichts gemacht. Long Sneak ist das Einzige, was ich schon gemacht habe. Audiologs finden, also da fehlt mir so viel. Nein, die erzählen mir echt scheiße. Online-Aufträge gehören echt zu 100%. Na okay, alles klar. Alles klar. Aiden, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker.
irgendwas in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest einen zweiten Hacker bei Melusha. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erkläre. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Ich komm schon bald. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns auf jeden Fall jetzt noch einmal, einmal an, was in Akt 2 dann so geschieht. Ich park hier einfach mal, ne? Kann man ja mal machen. So, da unten geht's dann weiter mit der nächsten Mission. Halte durch, Junge! Erste von 15 Missionen aus Akt 2, bin ich schon sehr gespannt. Das sehen wir dann gleich.